Herzlich willkommen zurück bei Shelljog Live im Desktop, weil mir Gangnam geschrieben hat, dass jetzt die Errungenschaften im Spiel angezeigt werden und ich will das natürlich auch gleich mit aufnehmen, deswegen der Folgenbeginn heute mal hier im Steamer Hauptmenü. Ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins Spiel rein und hoffen, dass wir müssten eigentlich 4 Achievements kriegen oder 5, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube aber 5, weil wir ja die Marksman-Runden schon überlebt haben. Wir haben sonst die 2 mit den Wins, die Runden, das sind ja die 3. Die Marksman und die Reaper, wir müssten eigentlich 6 Achievements bekommen. Wir müssten eigentlich 6 Achievements bekommen, weil wir haben ja die 25 Charge schon, haben wir auch noch. Wir müssen jetzt mal gucken. Ich hoffe, dass es stimmt. Bei ihm wurden sie auf jeden Fall angezeigt. Mal gucken, ob sie mir jetzt angezeigt werden. Da haben wir es. Ultimate Player für 2000, Dream für 500 Runden, Ultimate Champion für 2000 Wins, Reaper, Veteran für 25 Reaper, Marksman und Bulls. Genau, das waren die 6, die ich gesagt habe. Da mal die Achievements auch unlocked und jetzt können wir nämlich mal eigentlich ein Update geben, was hier das alles abgeht. Dann müssen wir mal kurz schließen, wenn man das Ding hier sieht. Jetzt sind noch 4 Achievements, jetzt zeige ich es einfach mal ganz kurz, was wir eigentlich noch alles in dem Spiel auf jeden Fall spielen, weil wir machen das Spiel jetzt ziemlich sicher, ne, hundertprozentig sicher. Naja, geil. Hundertprozentig sicher auf 100% Achievement, weil ich meine, die paar Runden da, die man jetzt nur noch braucht, das ist echt, also ich finde sowas ehrlich gesagt low. Ich finde sowas low, ich habe... Muss ich am Anfang sagen, ich habe keine Kommentare gelesen, weil dazu gibt es am Sonntag 18, 19, 20 Uhr, je nachdem wann es hochgeladen ist, ein Spezialvideo, wo ich auf alle Kommentare, die über die 3 Folgen Update, also Mittwoch, Donnerstag, Freitag, die da kamen, werde ich alle Kommentare durchgehen und auch meinen Cent dazu geben, weil ich will da eine Texte drunter schreiben, weil die Kommentare werden sich sehr oft nicht unterscheiden. Und da werde ich dann einfach die Kommentare in der Kommentarsektion aufnehmen. Ich habe noch keine gelesen. Aber ich habe nicht an den Bewertungen schon gesehen, dass euch das manchmal nicht so gepasst hat. Aber das war mir von Anfang an klar. Ich wollte diese Stellungnahme, dass die viel natürlich jetzt nicht passt. Mit der gibt mir kein Gott, Reus, kann ich natürlich voll und ganz verstehen. Aber ich sehe das nicht ein. Das muss man gar nicht ausmachen. Ich habe Kommentare gelesen. Vielleicht sehen es auch viele positiv. Übrigens, wir haben 2 Schocker-Runden gewonnen. Das kann ich mal kurz zeigen. Deswegen war ich gerade so abgefuckt. Halt. Hä? Und da sind wir, ich habe schon 2 Schocker-Runden. Was wir heute machen wollen, ist tatsächlich nicht das Tournament. Wir wollen aber das hier machen, dass wir wieder Narrow Peak bekommen. Und wir wollen vielleicht Flinder kommen, heißt wir spielen ein... Eigentlich müssen wir Charge Abing spielen, dadurch, dass wir die Charge schon haben, können wir eigentlich auch Schocker probieren. 8 Leute Schocker, oder machen wir bloß 4 Leute Schocker, hoffen wir auf Bouncy Ball, machen 5 Runden, dass wir dann das hier probieren, dass wir gleich mal verbinden, wisst ihr? Ja, müssen wir mal gucken. Lobby geht auf jeden Fall zusammen. Genau, ich kann mal gleich. Aber ich habe noch Kommentare gelesen von dem Update-Video, was ich gemacht habe. Der Punkt 5-Folge, sage ich mal. Machen wir jetzt mal 4 Spieler. Für der Höhmerstar von Obeng. Habe ich auch noch Kommentare gelesen. Die sage ich jetzt natürlich, weil das zählt ja quasi nicht in den Bereich mit rein, den ich jetzt gerade erwähnt habe, das kam ja davor oder eher am gleichen Tag, wir haben auf jeden Fall random Chan Map. Ja, was ich noch mal kurz zeigen kann, sind die ganzen Maps hier und zwar Narrow Peak und Stadium, ich habe sie erklärt im ganzen Update-Video, Flatlands haben wir, da können wir auf jeden Fall Bouncy Ball Story machen oder so ein Scheiß. Bouncy Ball haben wir schon längst gemacht, bist du auf jeden Fall, was ich hinaus will, Dinge und so, guck mal, du schaust die Lobby voll. Also sowas wie God Race oder sowas, aber ruhig bleiben. Kommt jetzt auf jeden Fall noch nicht, weil ich habe jetzt selber mit der Uni, es geht gerade los und es ist alles nicht so einfach, wie ihr das euch denkt. Ich habe mir auf jeden Fall ein paar Sachen rausgeschrieben und zwar sind das folgende. Das sind noch genau 3 Punkte. Mein Ausrufezeichen mit dem Spiel bei Aufnahme starten. Ich hoffe einfach, dass auf den Bouncy Ball, auf mehr will ich gar nicht hinaus, wenn ich ehrlich bin. Oder gibt es noch andere Waffen? Boah, es gibt eigentlich nur den Bouncy Ball, das ist... Ich wollte dich auch fast kicken. Ich muss ja auch immer wenig schauen, ob da eigentlich... Ich muss eigentlich was schießen, was direkt auf den Boden geht, ne? Aber ich weiß, was ich auf jeden Fall hinaus wollte, war... Die Achievements, die wir jetzt bekommen haben, die 6 Stück. Dass es 6 Stück waren, der dann Bouncy Ball. Wenn er jetzt trifft, dann hat er auch das Achievement. Das ist nicht so schwer. Das ist nicht so schwer, wenn man ganz ehrlich ist. Also, ich muss... Jawohl, ich 10 XP. Es ist eigentlich echt nicht so schwer, das Achievement da bekommen, zu bekommen. Eigentlich ist es bloß einfach, bloß du brauchst halt Bouncy Ball. Ne, eigentlich müssen wir Charge spielen, dann haben wir es auf jeden Fall. Dann
Könnte ich jetzt zwei Sachen ansprechen, ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon machen soll, ob ich das morgen oder im Update machen soll, ich weiß es halt wirklich nicht, ne? Weil das ist halt schon. Boah, ich glaube, ich spreche es mal, ich mache erstmal den einen Punkt. So, es war Fehler. Oh, ja, bin ich so ein XP-Ball getroffen. Wir fangen mal da an und zwar. Wir machen es einfacher. Jetzt haben wir hier ein Problem. Und zwar wurden die jetzigen Achievements genervt, also schlechter gemacht. Napa wurde ja gebufft, also besser gemacht. Dass Platz für neue Achievements in irgendeiner Zukunft kommt, die dann wieder mehr Wins oder Runden brauchen, aber dann halt auch besseren Scheiß geben. Ich meine, mir ist es ja wurscht, weil ich habe ja dann, wenn es irgendwann mal kommt in einem halben Jahr, sowieso 10.000 Runden und 5.000 Wins. Da kann ja kommen, was will, aber gerade für Anfangsspieler ist interessant. Platz für bessere zu machen. Also in Zukunft quasi wieder welche mit 5.000 und 10.000, ob das wieder kommt und dafür halt dann besserer Scheiß kommt oder das dann besseren Scheiß gibt. Das fand ich als eine sehr gute Idee, wer immer das geschrieben hat. Wie gesagt, ich schreibe mir Kommentarschreiber nie raus, weil ich nie weiß, ob die genannt werden wollen und so. Deswegen bin ich da immer wegen. Gut, bei manchen weiß es, dass es denen scheißegal ist, aber in der Allgemeinheit achte ich da tatsächlich schon wegen drauf. Oh mein, wenn Gegner treffen, wir spielen eh bis 5 Runden. Ist sogar die letzte Runde, wir führen 1-0, das ist eigentlich voll geil. Vielleicht können wir gleich einen Win holen. Aber das könnte ich mir aber auch vorstellen. Aber wo, gut, ich meine, Flintlock ist nicht gut. Ich meine, ich sage ja gar nichts über die Waffen. Also ich habe mich zwar beschwert, dass jetzt jeder irgendwie die Waffen hat oder sowas, wisst ihr. Das ist natürlich schön und gut, dann kann da jeder jetzt seine Waffen leveln, die er meint. Oder das mal alle hat, aber das mit Godreus sehe ich nicht ein. Sag euch, wie es ist. Ich muss jetzt nur mal aufbauen, schaut einfach die Folge vor 2 Tagen. Da wisst man hoffentlich, was abgeht. Wir sind global. Was? Bin ich gerade 15 Plätze gestiegen? Ne. Was bin ich jetzt? 230, ne? 130. Ist aber auch deutlich mehr Leute jetzt Level 100 erreicht. Guck dir das mal an. Wie viele Leute haben jetzt Level 100? Alter, leck mich am Arsch, haben viele Leute Level 100. Alter Schwede, und jetzt haben auch so viele Leute Chopper. Was geht denn ab? Kriegt man mehr XP oder so? 155 Leute haben Chopper. Marius ist jetzt auch bei 1 Million. Habe ich. Alter, bin ich jetzt blöd, hab was verpasst? Wo kriegt man denn so viel XP zu einmal her? Aber ohne Scheiß. Ich bin gerade echt gerade wegen. Habe ich gerade XP-Gutschrift bekommen? Ey Jungs, ich bin gerade echt darin gefuckt. Ihr habt es ja gerade gesehen. Ich bin gerade 15 plötzlich gestiegen. Das ist, weil ich in der Levelstufe hatte. Ich war doch davor 145. Ich bin ja von. Das kann gar nicht sein. Außer der ist wirklich komplett aktualisiert. Dann stimmt quasi die ganze. Au Guck mal, jetzt werden halt 200 Leute Chopper haben oder fast 200. Dann sagen wir mal, das haben 400 Leute Level 100. Das heißt ja deswegen, ne, dass 400 Leute Godreus haben. Trotzdem sind es nicht 1000 Leute, die Level 100 sind. Alter, what the fuck geht hier eigentlich gerade ab? Also ich komme gerade nicht ganz klar. Warum bin ich jetzt so viel gestiegen, ey? Auf jeden Fall auf die Achievements zurückzukommen. Das könnte durchaus sein, dass nochmal bessere Achievements kommen. Wäre natürlich auch ziemlich, ziemlich krank oder ziemlich, ziemlich geil, wenn nochmal neue Achievements kommen würden. Weil ich meine, die jetzigen, die dauern nicht lang durchzuspielen. Du musst einfach ein bisschen reinlacken. 16 Play Tournament ist Luck, dass du dann Bouncy Ball hast und dann einen Gegner triffst, ist auch Luck. Ihr müsst übrigens einen Gegner treffen. Ihr wendet euch ein Portal am Bumper und dann mal 2 schießt oder das halt getroffen habt. Dann müsst ihr danach noch einen Gegner treffen. Es reicht nicht einfach durchzuschießen und dann das Achievement zu bekommen. Ihr müsst danach noch einen Gegner treffen, aber keine Anti-Mail-Aktion, sondern wirklich einen Gegner. Ne? Nur mal als kleine Darstellung. Das musste. Das ist hoffentlich angekommen. Aber dann halt gab es eine Unterstellung. Ich weiß gar nicht von wem. Von Lorixis, glaube ich. Wir nehmen erstmal den da. Glaube ich. Ich gehe aber stark davon aus, weil wir haben echt oft debattiert, da auch sehr viel Kommentare geschrieben, zumindest beim Updating. Dass sich
dass das Update quasi eingeführt, ich muss jetzt gucken, dass ich einen guten Zusammenhang mache, dass das Update quasi eingeführt wurde, damit YouTuber mit großer Reichweite, nicht ich, wir reden doch nur von amerikanischen YouTubern, weil mein Ketchum schaut sich kein deutschen YouTube-Folgen an, hundertprozentig nicht. Wir reden von amerikanischen YouTubern mit ab 1 Million Subs, sag ich mal. Dass er von denen vielleicht mal reingeschaut hat und dann kam vielleicht eine Sache, die den überhaupt nicht gepasst hat und er sich deswegen dran gehalten hat, das ist eine Unterstellung. Das heißt nicht, dass es so ist. Ich bin jetzt erstmal, ich hab da keinen Bock mehr auf den Scheiß-Modus, ey. Ich werde wegen Down ist Achievement. 100 HP, 200 HP, dauert eh nicht so lang. Dass sich dann quasi nach denen richtet und deswegen die Achievements anpasst. Gerade mit den Kills und mit den Runden und den Wins. Das ist zwar eine Unterstellung, eine ziemlich harte Unterstellung, wenn man mal ganz ehrlich ist. Wo ich aber ganz ehrlich sagen muss, ich muss dir recht geben. Es kann nämlich wirklich sein, dass er auf YouTube reagiert als Influencer und dann da deswegen Sachen ändert, um quasi noch eine größere Reichweite zu bekommen. Wenn er wisst, was ich hinaus will. Das wäre natürlich für mich ein Armutszeugnis. Wenn Ketchamp sein eigenes Spiel, was er selber aufgebaut hat, jetzt beeinflussen lässt, ich sag wirklich absichtlich beeinflussen lässt, weil er lässt es beeinflussen. Von Leuten, von denen er weiß, dass das Leute kaufen können, weil es eben an die Millionen Leute pro Folge schauen. Wenn der natürlich da denkt, Katsching, dann kann ich noch mehr Money in the Bank rausholen. Das ist eine Unterstellung, das weiß ich selber. Aber ich habe auch ihm unterstellt, dass er keinen Bock mehr hat, das Spiel zu spielen immer nach Updates und deswegen alles auf die Level 100er schiebt. Das war auch meine Unterstellung und das ist auch so. Das habt ihr auch schon vermutet letztes Jahr. Das kam letztes Jahr im September, Oktober kam das schon auf. Was, wenn Ketchum Updates mehr bringt? Das ist natürlich eine harte Unterstellung, dass man sagt, der geht auf YouTuber ein. Oder das muss ja ein YouTuber sein. Ich weiß ja nicht, wo man das Spiel sonst noch, wenn man es mal promoten soll. Oder sollte. Deswegen fällt mir ja gerade nur YouTuber ein. Aber ich muss da ganz ehrlich sagen, so ganz falsch ist die Annahme wirklich nicht. So ganz falsch ist die Annahme wirklich nicht. Ich kann dir auch zustimmen, aber ich weiß nicht, wie es im amerikanischen YouTuber-Bereich so von SSL ausschaut. Ich habe da absolut keine Ahnung von. Aber wenn es da wirklich YouTuber gibt, mit sehr vielen Subs, wir reden nicht von 10.000, wir reden davon 1 Million aufwärts. Mindestens 1 Million aufwärts, weil das sind die Influencer. Ich meine, es ist amerikanischer, er kommt aus Südkalifornien. Das haut dann nämlich alles hin. Aber das ist natürlich, wie gesagt, ich kann es immer wiederholen, eine Unterstellung, die ich echt nicht für falsch halte. Muss ich sagen, wie es ist. Aber dass er dann wirklich nach denen ihren Sachen Achievements, es sind Achievements. Gut. Errungenschaften in dem Spiel, ja, okay, ist jetzt tatsächlich auch Hidden Blade. Gut, Hidden Blade ist tatsächlich auch nicht so einfach zu bekommen, weil ich 250 Napalm Assassin Kills muss trotzdem machen. Da müssen 4 einschlagen, das wird interessant. Warum? Er soll doch sein Spiel so implementieren, wie es er. Jetzt geht es nicht einmal. Er soll sein Spiel so implementieren, wie es er will und nicht wie es andere wollen. Das verstehe ich immer nicht. Der wird sich einfach beeinflusst. Auf der einen Seite, dass die Leute, die das aufnehmen, ich unterstelle den YouTubern auch nichts. Weil die meinen, die geben ihre Meinung dazu ab. Das ist ja nichts anderes, als dass dann der Entwickler darauf reagiert und dann gleich Faktor 5 bis 10 runterpatcht. Das ist auch so paradox einfach nur. Warum gleich Faktor 5 bis 10? Ich habe es ja letzte Folge gesagt, warum macht man nicht 2500 und 5000? Das wäre gut gewesen. Weil hätte ich nämlich wenigstens. Weil. Flintlock bei 500 Wins. Also nach ein paar Sekunden, ich wollte schon sagen nach ein paar Sekunden, aber Gefühl hast du nach ein paar Sekunden. Ist einfach Bullshit. Mal 120 mit dem Wind. Mach mal ein easy Game Shot, sagt er. Ich hab doch keine Ahnung. Na ja, komm, der dann. Fuck. Ja, ich wollte es mal ansprechen, weil es wirklich geschrieben und ich habe doch drunter kommentiert, dass die Idee zwar vom Anfangsgedanken her absolut blöd sein mag,
Aber im längeren Nachdenken macht die eigentlich voll Sinn, weil ich meine, wenn er es ändert und die Leute es dann wiederum aufnehmen, das dann wiederum geklickt wird und dann sind, ah, er hat was gemacht, er hat auf ihn gehört oder sowas und dann holen sie es halt noch mehr Leute. Ich meine, das Spiel kostet nur 7, oh Gott, kostet nur 7 Euro. Dann denken sich schon viele, naja, jetzt kann man es sich doch mal holen. Und das ist bei jedem irgendwas, was du machst, steckt immer Profit dahinter. Immer. Das, egal was du betrachtest, es ist immer Profit. Und das trifft in dem Fall halt zu. Ich will es nicht unterstellen, ich will es mal sagen, aber ich glaube, das ist wirklich. Das ist natürlich Hören auf die Community. Aber dann sollte er nicht auf die. Wie gesagt, ich weiß nicht, was die YouTuber gesagt haben. Aber du kannst doch nicht einfach hergehen und sagen, naja, wenn 10.000 zu viel sind, mache ich 2.000. Du musst doch trotzdem noch die Challenge irgendwo lassen. Warum dann gleich Godreis gefickt wird? Oh, jetzt können wir es mal probieren. Warum dann gleich Godreis so gefickt wird? Das hätte nicht sein müssen, weil ich glaube, dass. Weil ich glaube, dass Godreis Rare sein sollte. Das ist absolut Bullshit. Also ich sehe es nicht ein. Ich sage, ich glaube, die beiden haben gerade Godreus bekommen. Okay, sind in der Lobby gejoint, haben gegen mich gar nicht. Gut, ich habe absolut scheiße geschossen, habe ich ja DK-Chance gehabt, weil ich wäre down gewesen, der hat bloß noch 5 AP oder so. Ja, okay. So soll es ja auch laufen. Müssen halt joinen. Ja, ihr habt gerade gesehen, wie lange die Lobby voll war am Anfang der Aufnahme. Ihr habt gesehen, wie lange die Lobby voll war. Nicht voll war, wie lange die Lobby leer war. Wir hätten alle Zeit gehabt, joinen zu können. Natürlich ist die Aufnahme jetzt nicht gerade die früheste. 22:52. Das ist doch das Bild von dem Kabberding auf Twitch, ne? Von dem Guy. Na, ja, halt echt. Ich wusste's. Aber guck mal, was haben wir jetzt zum Schießen? Also, wie gesagt, da könnt ihr auch mal debattieren. Das sind jetzt alles Debattefolgen. Ich werde jetzt da vermutlich auch Abstimmung machen. Die Abstimmungsergebnisse habe ich ja gesagt, die kommen vermutlich erst am Sonntag, Montag. Weil das YouTube braucht ja wenig zu verarbeiten. Ich könnte natürlich auch selber mit abstimmen im Video und sehe sie dann. Aber das heißt dann nicht, dass die auch stimmen. Ich warte lieber auf die offiziellen. Oder auch ein paar Tage, weil, weißt du, die Folge schon innerhalb der ersten 24 Stunden, die meisten. Danach nee, stimmen sie vielleicht noch welche, aber das ist dann nicht mehr der Großteil. Das sind dann prozentual sehr, sehr wenige. Vielleicht 5, what the fuck. Vielleicht 5%. Ne, nicht mal 5%. Ja, vorhin in der gesamten Summe vielleicht noch 5 bis 10% oder sowas, aber. Das macht's. Du hast dann trotzdem eine grobe Übersicht über das, wie denn die Stimmung allgemein so bei euch in dem Fall ist, wenn man es mal so sieht. Vielleicht können wir den Killer echt nur rausholen, ne? Okay, machen wir nicht. Oder wir holen dann halt beide nicht, ne? GG. Wir haben noch kein Flintlock. Also entweder machen wir heute Flintlock oder wir machen heute. Welche Challenge gibt es eigentlich noch? Ach, die. Wir müssen eigentlich 8 Spieler Charge machen, ganz ehrlich. Machen wir noch. Ich muss mal gucken, wie lange geht denn die Folge. Ich muss jetzt da raustappen, sorry. 19, wir sind schon wieder voll drüber. Gut, ich habe jetzt spät angefangen. Ich wollte euch noch kurz die Statistik zeigen. Also, ich glaube, die ist nämlich online. Gut, das ist gut. Machen wir noch eine Runde und hoffen dann. Also, dass wir da Bouncy wohl treffen. Ich meine, ich muss hier an beide Bahnen schießen und einen Gegner treffen. Ich meine, ich habe an beide Bahnen geschossen, aber keinen Gegner getroffen. Deswegen habe ich es auch nicht bekommen. Deswegen bietet sich 8 Spieler Charge an. Wie gesagt, 20 Minuten versus LCN eigentlich sau kurz. Muss ich sagen, für mich als Spieler, wenn ich gerade Stoppuhr laufe und bin gerade zum Redefluss, wie gerade, dann sind 20 Minuten sau kurz. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe es ja auch bei der gestrigen Folge gemerkt, die geht ja 42 Minuten oder 40 Minuten, keine Ahnung. Ich habe so viel Zeiten und das Wolfenstein ist auch noch nebenbei, was ich hochladen muss. Ne? Ich verwechsel das manchmal. Du kommst da manchmal durcheinander, aber 20 Minuten für SSL ist halt irgendwie. Gerade wenn es da redet, was, wenn ich jetzt nichts zu bereden habe, wenn das Update jetzt nicht gekommen wäre, wenn es vielleicht besser gewesen wäre, wäre es schon längst abgehakt. Aber ich glaube, ich treffe nicht mal den Jugo, oder? Ne. Ja, gut, bei 60 Gegenwind, ne? Läuft halt heute nicht so. Wir hätten jetzt mal. Warte mal, zählt denn der äußere Bumper jetzt mittlerweile auch dazu? Da hat er. Ich, wie gesagt, ich verwechsel auch was Sachen. Wenn ich jetzt einen Spiker da hochrollen, dass durch den Wind geht er dann nicht sogar da runter? Let's figure that out. Also, wie gesagt, Hä? Wo geht er? Ah, lol, weil
Da hast du 0 Grad und dann ist das da schon vielleicht. Ich sag jetzt, naja, das sagen wir so minus 0,1, das reicht schon, das ist nach oben. Ach Gott, ist das dumm. Warum haben wir so viel Gegenwind? Ich habe doch nichts, was ich treffen kann. Ah, doch, habe ich. Wenigstens halt mich selber. Wenn ich noch wohl made irgendwas. Weil ich treffe gerade gar nichts. Gameplay-technisch läuft es hier gerade nicht, aber ich glaube, dass das doch. Du kannst spekulieren, wie du willst, aber die Spekulation kam schon vom halben Jahr mit, was ist, wenn K-Champ nicht mehr selber spielt. Es werden immer mehr Spiele, er müsste quasi immer mehr Spiele abfertigen pro Update. Schafft er nicht. Ja, jetzt habt ihr euren Scheiß nämlich und mir passt es erst recht nicht. Da müsst ihr mich aber auch verstehen. Weil so oft wie ich spiele, ist für euch die Chance natürlich auch sau gering, dass ihr es bekommt. Weil ich halt nie kick. Im LS auch nicht. Oh, geil, Kiste. Das ist auf Job oder? Ja, okay, GG. Alles klar, hat sich glaube ich gerade erledigt die Runde. Deagle, Master Beam, ist ja so eine gute Kiste, wenn du beides noch leveln musst, Beam und Deagle. Sogar noch ein Grid. Beam ist immer schneller wie sonstige Waffe. Ich glaube, Beam ist sogar schneller wie EQ. Und ich glaub, oder EQ vor Beam, das können wir ja mal ausprobieren, ne? Was greift denn schneller? Machen wir noch eine. 100 HP machen wir noch. Es reicht übrigens auch, wenn ihr im Bouncy Ball einen Schaden macht. Ihr müsst nur einen Schaden machen am Gegner. Ihr müsst dann nicht einmal vollen Schaden machen oder sowas. Wenn das verlangt wäre, mach voll Schaden mit Superball. Du kannst über jeden Scheiße Achievement machen. Schau dir mal Sub an. Jetzt haben wir Ultra Beam. Schau dir mal Sub an, da gibt es 7 Achievement pro Level. Das längste an Sub zu implementieren sind die Achievements wahrscheinlich. Wahrscheinlich haben wir Ultra Beam. Die müssen sogar den benutzen. Also safe killen wird man beide mit einem Grid. Welches Level haben wir da? 61. Ja, sorry, ne? Ich glaube einfach an den Waffen. Ja. Oh, das ist. GG. Das ist die gleiche Schussbahn beim anderen Wind, nur ja. Und ich habe halt ab jetzt. Ah, ich habe einen Express. Okay, dann machen wir das vielleicht. Was ich noch kurz am Ende sagen kann. Was soll ich dir schon sagen? Ich weiß immer noch nicht, was redet. Also ich werde mir auf jeden Fall hier einen neuen PC zusammenbauen. Aber was, wann und ob es ein Video gibt, das steht tatsächlich noch in den Sternen. Also im Aufnahmezeitpunkt jetzt am Donnerstag Nacht hier. Weil ich selber noch nicht weiß, aber kann ich ja mehrmal in Zukunft sagen. Was jetzt mache ich drin im Glücks und dann gibt es auch ganz kurz Statistik, weil die ist jetzt mittlerweile in der Beschreibung. Das kurz mehr Meister an, das Challenge removed wurde. Ja, mal wieder 0, weil ich mich so aufgepisst habe über das Spiel schon hat Catcher mal Folge gesehen. Dadurch, dass du wieder überall Join steht. Das könnte aber auch noch mein Lobby gewesen sein, weißt du? Ein anderes hat nachgejoint. Ja, bloß nämlich aber die Lobbys weg. Oh, das ist, ja, guck, die Lobby ist leer, okay. Mal gucken, es interessiert mich jetzt mal trotzdem, ob die Lobby vielleicht missbraucht wird. Das haben wir auf genug schon gesehen. Ich zumindest, ob es in der Aufnahme dann drin war, glaube ich weniger. Immer noch alleine drin. Mich interessiert es jetzt bloß, weil ich bin immer der Host von der Lobby, ne? Da, na, guck mal, schon zwei drin. Interessiert mich jetzt mal kurz. Immer noch zwei drin. Aber dafür ist das egal. Auf jeden Fall. Wir werden Überlängenfolge. Statistik, Stand 12.05. ist zwar nicht heute, ist erst morgen. Liegt aber am einfachen Grund. Seht ihr das gleich auf jeden Fall. Ihr habt ja. Ich habe nochmal die Differenz der Differenz hingeschrieben, was eigentlich gar nichts bringt am Anfang. Was man noch kurz sagen kann. Ich überspringe es jetzt nur. Grafisch schaut ein wenig anders aus. Ihr seht es unausgemalt. Der schaut schon ziemlich krankisch aus wie ein Bumerang so ungefähr. 1 bis 50 ist dann schon ein ganz normal, fast der gerade ansteigen, da leichte Kurve. 50 bis 100, da hast dann wirklich deinen Bumerang gescheitert, da fehlt irgendwie Zeit und keine Ahnung, wo der schon wieder herkommt. Da habe ich nochmal 80 bis 100 rangezoomt, das ist schon wirklich interessant, gerade bei 82 hast du ungefähr die 100k, bei 88 ungefähr die 200k, die 300k, pf, ja, pf, so 91 würde ich jetzt mal sagen, kann man nur noch nachschauen, ne? 91 habt ihr die 300k, 400k habt ihr dann, okay, schwer zu sagen, aber dann halt auch 98 und 700.000, ist sogar ziemlich gleich, glaube ich. 701.000, sieht man es ganz gut, da nochmal rangezoomt, da sieht man nämlich mal 100.000er Schritte,
musst halt ranzoomen, dass man es wirklich gut erkennt. Differenz zu Differenz wird interessant, warum? Gerade an den Zahlen. Weil das ist noch jeweils 2000 immer mehr und dann sind es halt auch 7000 im mehr. Das ist eigentlich sinnlos, da muss man sich, ist jetzt schwer zu erklären, das müsst ihr euch selber mal am besten herleiten. Weil das und das ergibt ja die Differenz und dann das mit dem ergibt nochmal die Differenz. Das am besten selber nochmal genauer anschauen. Waffen, warum steht der 12. da? Weil ich SIP eingetragen habe. Und ich habe ja SIP gestern unlocked und deswegen steht SIP drin auf dem 12., dass man den Stand quasi von, für mich morgen hat, weil ich SIP halt schaue und SIP ist eingetragen. Ihr habt es ja gesehen, ich habe es auch gleich getestet, 32, 32, 40. Sonst hat sich dabei doch nichts getan, auch nicht an den ganzen Sternchen-Scheiß-Dingern da. Flintlock kommen wir, wenn wir Blunder was freischalten, dann ist nämlich der Teil auch komplett durch. Achievements, kann ich mal kurz zeigen, ist jetzt hier auch alles. Ne, da sind wir gar nicht daheim, wo sind wir daheim? Da sind wir daheim. Ist alles angepasst, auch mit dem 1. Stadium freischalten. Ich sammle XP 18.000. Alle Erklärungen immer dahinter oder da dahinter, das einzige Mal da und da. Sonst steht es immer hinter der Challenge. Und mit den Erklärungen, dass ihr wisst, was ihr machen müsst, weil zum Beispiel Bullseye 25 ist eigentlich kein Treffer. Bullseye, was war das für Hochnummer 23? Überlebe 25 Schüsse maximal. Ja, okay, ist gut erklärt, sag ich mal ganz ehrlich. 25 Mal muss durchgetroffen werden, die musst du überleben. Mission hat sich auch nichts geändert. Hier, ihr seht vielleicht Google Drive Dokument. Das hier, das ist irgendwie kein Excel-Dokument oder sowas, da auch Stadium eingetragen. Ganze Ding ist freigegeben. Ganz bloß nicht da drauf drücken, weil es sind aber andere Sachen drin, die anderen Leuten freigegeben wurden. Gear ist immer noch 10.000, hat sich auch noch nichts geändert und Tankpots ist eigentlich echt irrelevant. Ihr braucht wahrscheinlich nur die Achievements und die Waffen. Level wahrscheinlich weniger. Ja, da. Falls ihr übrigens in der Folge vorgestern, wo ich mich über Ketchum aufgeregt habe, war mal gesagt, dass man bei 2000 Flintlock bekommt. Bei uns sind wir daheim. Tut mir leid, weil ich habe die 500, 2000 dann wahrscheinlich mal verwechselt, aber 2000 natürlich das, was am weitesten runter genervt wurde. Ich kriege hier direkt die Summe ausgegeben, so voll geil. 2625, halt echt. Was ist denn da die Summe? 1111 oder was? Halt echt. Schaut aus wie Informatik-Code, binär, goal. Kann sein, dass ich vorhin verwechselt habe. Ich hoffe, ihr habt gewusst, was ich gemeint habe. Gerade in der Eile des Erzählens, ihr wisst ja, wie ich erzählt habe, war schon recht schnell, wenn man ganz ehrlich ist. Weil ich wollte halt, das war nicht künstlich oder so, das war wirklich mein Frust rüberbringen und das auch wirklich nach meiner Sicht erklären, hat Balance eh nicht gepasst. Morgen Abend wahrscheinlich das Update-Video dann über die ganzen Kommentare. Ich glaube, der 24.05. Ingame UI Editions, keine Ahnung, was damit meint ist, Alter. Ich weiß nicht mal, was Ingame UI überhaupt sein soll. Also irgendwas Additions ist irgendwas wieder mit hinzufügen, aber was ist denn die UI, ist das die KI oder sowas? Weil sonst haben wir in der Feierung Rennen dann 5 Bots statt 3. Ist auch sinnlos oder so, keine Ahnung. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns morgen in der Folge und einer Spezialfolge, wenn es nicht sogar die, ich glaube es sind aber 2 Folgen, kommen morgen Wolfenstein auch noch, ne? Oh, das wird interessant. Keine Ahnung, muss mal gucken, wie ich das am besten hochlade, wann es aufnehme. Ich werde wahrscheinlich aufnehmen ziemlich direkt, nachdem die Freitagsfolge kam. Die kommt aber leider um 17 Uhr und dauert 40 Minuten. Heißt, ich musste echt bis 7 fast warten. Das wird interessant, da muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Ja, wir werden auf jeden Fall raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen in wahrscheinlich 3 Videos oder 2. Bis dahin. Haut rein.